sich aus der Abstiegszone abzusetzen. Das Relegationsrang 3 festigte und den Rückstand auf den zweiten 1. FC Nürnberg auf 4 Punkte verkürzte. Kevin Stöger 8 Minuten traf für die Bochumer, die den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Robin Dutt verpassten und weiter um den Ligaverbleib bangen müssen. Mit der frühen Führung im Rücken waren die Bochumer lange die dominierende Vertretung, versäumten es aber, mit dem zweiten Tor für eine Vorentscheidung zu sorgen. Nach dem Ausgleich waren die Gäste überlegen und durchaus noch gewinnen können. Quelle: ntvde.